Wunderbar, Mädels, kommt raus, verbeugt euch, das ist euer Applaus! So. Hallo, ich bin der Regisseur, der Direktor hier von diesem Film. Schön, dass ihr alle da seid zum Dreh von Hollywood's Talking Dead. So, warum kommt denn hier aus der Kiste raus, Mikey? Ihr habt die Ewigkeit, was ist los da? Was mit dem los? Der ist tot. Das ist ein Zombie, der war vorher schon tot. Naja, wir haben ihn gerade in die Luft gejagt. Jetzt ist er doppeltot. Dann bringen wir einen neuen. Wir haben keine Zombies mehr. Was heißt, wir haben keine Zombies mehr? Du hast gerade den letzten umgebracht. Jetzt sind alle tot. Doppelt tot. Kannst du mir mal sagen, wie ich einen Zombiefilm drehen soll ohne Zombies? Pass auf, du rufst jetzt in Hollywood an. Die Stadt, die bimmelt nur so von toten Schauspielern. Yes, sir. Meine Damen und Herren, liebe Kinder, in Zusammenarbeit mit Mercury Outboard Motors und Jet Elevator fliegenden Bikes präsentiert Ihnen der Holiday Park, The Talking Dead. So, Party Time, packt die Hände aus, auf geht's! Was willst du?
Das ist mir egal, was Sie sagen. Das sind Zombies. Die bekommen von mir das selbst, was ich denen gebe, sonst nichts. Das heißt der Catering-Service. Kommt noch. Natürlich noch schöne Kaffee-Ecke. Cappuccino-Tässchen, Mokka-Tässchen, natürlich. Da waren Sie denn der Rettungsterminal geschlagen. Nichts gibt's. Was heißt hier Agenten? Ach, so weit ist es schon, dass die einen Zombies Agenten haben. Nee, das Nein, wie sie ist und fertig. Los. Was willst du denn? Versteh dich nicht. Nimm die Kartoffel aus dem Mund, ich versteh dich nicht. Das war besser, hab trotzdem nichts verstanden. Langsitz! Hier, komm, bring die Zombie-Übersetzer hin, keine Ahnung, was er will. Bist du sicher, dass du das möchtest? Hab ich schon mal Scherze gemacht, lass knacken. Yes, sir. Na, also. Was ist das denn jetzt, Mikey? Sie ist die Zombie-Übersetzerin, die tut es im Nu. Sie übersetzt Zombies besser als du. Sie ist die Zombie-Übersetzerin, Zippito. Ich übersetze Zombies. Einen Grund, warum du als Clown kommst? Umfragen haben ergeben, Zombies lieben Clowns. Stimmt das? Außerdem, ich habe einen Kindergeburtstag, wenn ich hier fertig bin. Sag mal, bin ich hier in der Klapsmühle? Geh rüber und übersetz, was der will. Ich verstehe es nicht. Er sagt, sein Name ist Karl. Hallo Karl, was willst du? Okay. Er sagt, die Zombies haben es satt, dass man ihnen immer auf ihren Kopf und die Wirbelsäule schießt. Ich find's in Ordnung. Okay. Die Uniform, die du ihnen gegeben hast, mögen sie auch nicht. Sie fühlen sich wie Gefangene. Wie Gefangene? Das sind Gefangene. Schau dir den mal an, den kannst du doch draußen nicht so rumlaufen lassen. Der sieht aus wie ein Vollpfosten. Na nichts, Karl, schon anspielen. Sie wären alle sehr begabt und Sie würden mir gerne eine kleine Kostprobe Ihres Könnens geben. Kostprobe Ihres Könnens? Schau dir den Jammerfrosch mal an. Der kann froh sein, dass er auch weglaufen kann. Der ist als Kind mal gegen die Schleuse geschwommen, die Pfeife. Hier, guck dir das mal an, das kannst du vergessen. Jalla, jalla, hier, komm, ab dir die Post, hab die Ewigkeit.
gut, danke schön, das war ein Applaus. Karl, das war gut, ich habe euch unterschätzt, wirklich. Karrelation, war gut. Ach, Karl. Da gibt's einen Teil, viel gibt er dir die ganze Hand. Was denn, das ist eklig. Was? Wenn die Zombie-Übersetzerin Karl hat einen Anfall. Yes, sir. Ja, man kann ihn nicht mal auf den normalen Weg kommen. Sie übersetzt Zombies besser als du. Sie ist die Zombie-Übersetzerin, Zepeto. So, komm mal, ich schwing die Hufe, Karl hat einen Anfall. Was ist los? Aha, ich verstehe. Okay, er sagt, du hättest ihm seine Hand abgeschlagen. Ach Quatsch, tacker mal wieder ran. Ich mach das schon. Hier, mach's richtig rum. Jetzt kratzt er sich verkehrt rum am Schädel, der Heini. Mach einen Klatschtest. Mensch, sieht ja... Super, nee. Ja, hier, komm, komm, komm. Ja, ist fein. Tschüss. Der Regisseur, was denn? Sie ist wieder da. Ja. Ach nee, das geht gerade so weiter. Miley Cyrus, ich habe gesagt, ich will hier nicht mehr sehen. Ich schmeiß die vorne raus, kommt sie hinten wieder rein. Das boykottiere ich, das gucke ich mir nicht an. Schauspieler, das ist für uns einfach günstiger. Oh, aber ich arbeite so hart daran, meine Karriere zu killen. Das ist mir egal, das weiß auch jeder, aber das sehe ich jetzt nicht mehr. Guck mal, wie meine Zunge aussieht. Toll, du bist so unnötig wie drittes Bein, hier geht's raus. Mikey, ja, was? Hier, das Zombie-Stunt-Team mit was Neuem. Mit dem Generator. Dann zeig mal, was der Witz ist. Ab die Hände aus, Mikey, zieh den Regler hoch. Überlass dich selbst ins Land, Leute. Stör nicht immer. So, meine Damen und Herren, liebe Kinder, was jetzt passiert, da kann euch gar nichts passieren. Ihr müsst euch einfach nur relaxed in euren Stuhl zurücklehnen.
Ansonsten alles gut. Das Einzige, was wir hier unten brauchen, das sind zwei Zeigefinger. Sonst brauchen wir gar nichts. Hier oben die junge Dame, die gerade erschrocken guckt, dass ich sie anschaue, mit dem beigen Oberteil. Jetzt wird es noch schlimmer, ne? Jetzt weiß man, dass man es ist. So, wie ist der Name? Ich bin ja nicht farbenblind, das ist grün, nebenan ist beige. So, wie ist der Name? Alexander, das war richtig, jetzt merken wir uns auch gut. Ich kann mir aber keine Namen merken, aus diesem Grund heißt du ab sofort Petra. So, hast du einen Zeigefinger bei dir? Brauchst du dich nicht melden, der Fall ist durch. So, hast du einen Zeigefinger bei dir? Sehr schön, zwei Stück, steh wieder mal auf. Einer langt, steig auf den Stuhl hinter dir. So, Ärmchen nach oben. Durchdrücken, dafür ist das Gelenk drin, gerade. Jetzt erkläre ich dir auch warum. Hier drüben vom Bootshaus wird dein Finger jetzt angepeilt mit einem Laser. Deswegen nicht hin und her gehen, sonst fangen die Jungs jedes Mal wieder von vorne an. Okay? So, einen Zeigefinger brauchen wir noch. Schauen wir uns mal kurz um. Der junge Mann hier, ist das dein Töchterchen? Nee, gut, dann steh mal auf. So, wie ist dein Name? Falk. Jetzt heißt du Peter. So. Oben immer, ach guck mal, ohne dass ich was sage, macht er das schon sehr schön. Ihr bleibt bitte so stehen, ihr kriegt dann ein Zeichen von denen da drüben, ja? Das, was jetzt passiert, das wird spektakulär und gefährlich. Aus diesem Grund brauche ich zwei taffe, freiwillige Erwachsene. Aha, jetzt sieht schon Mauer aus hier. Ach guck mal, da stehen zwei auf den Stühlen, melden sich, wie toll ist das denn? So, kommt runter zu mir. Wenn ihr spontan hier unbedingt mitmachen wollt, ist das natürlich kein Problem. Riesen und Applaus für die schönen für Peter und Petra. Guck mal, die Petra, wie flott die da ist, die kann es kaum abwarten, hier bei mir auf der Bühne zu sein. Peter ist Beamter, so langsam wie er sich bewegt. So, komm rüber. Auf die linke Seite, grüß dich, schön, dass du da bist. Hallo. Ja, lass dir Zeit. So, hat natürlich einen Grund, warum ich gerade euch rausgeholt habe. Du kannst dich bei deinen Freunden bedanken, die haben nämlich zu mir gesagt, du hast was Tolles vorbereitet, du möchtest ein Lied singen, das ist okay. Du als alter Waldorfschüler, oh, bei dir ist noch Ostern, du suchst. Ja, sehr schön. Du als alter Waldorfschüler möchtest deinen Namen tanzen, das ist bei uns möglich. Riesengroßen Applaus für die schönen für Peter und Petra! Gebt alles! Blöder Moment, ne? Ja, da hat man einen von der Jury, sage ich da nur. Nee, ich sage euch noch nicht, warum wir euch rausgeholt haben, sonst rennt zumindest einer weg und das bist nicht du. So viel sei gesagt, es wird gefährlich, es ist eine Stuntshow. Aus diesem Grund sind wir verpflichtet, mit unseren Gästen vorne auf der Bühne erstmal einen Gesundheitscheck zu machen. Bevor du mir zusammenklappst, kriegt die Dame erstmal ein Stühlchen, dass er nicht umkippt. Du musst jetzt immer ehrlich antworten, wie ist dein Name? Falsch, du heißt Petra, da fängt schon mal an. Du bist weiblich, männlich, ja, nein, oder du weißt es noch nicht ganz genau? Du weißt es noch nicht ganz genau, gut. Mit wem bist du da? Ihr seid aus dem Saarland, oder? Nee, sind nur Kollegen oder Freunde auch dabei? Okay, die Kollegin, da musst du jetzt trotzdem ehrlich sein. Du bist, Fragezeichen, schwanger, trächtig oder dergleichen? Nein, gut. Hast du irgendwelche Gebrechen wie Herzprobleme, Herzschrittmacher, Glasknochen, Blattfüße, Dünnpfiff oder Kreislaufprobleme? Hast du nicht? Sehr schön, dann kommen wir zu dir. So, wie heißt du? Guck mal, hier erste Frage, prompt die richtige Antwort, ganz toll gemacht. Bist du... Was ist? Hast du was? Es zwickt bei dir hinten. Bei dir hinten... Bei dir zwickt es hinten. Hast du das öfter so, Kollege? Ach ja, guck mal hier, mit grünen Outfit, ja. Gut, okay. Weiblich, männlich? Männlich, das ist gut. Bist du schwanger? Nein, bist du nicht. Irgendwelche Gebrechen, Herzprobleme, Herzschrittmacher, Glasknochen, Blattfüße, Dünnpfiff oder Kreislauf, bleib sitzen, bis du fertig bist. So, Dünnpfiff oder Kreislaufprobleme hast du nicht, das ist gut. So, dann kann ich euch jetzt auch sagen, warum ihr da seid. Was, musst du kacken oder was ist los? So, dann kann ich euch jetzt auch sagen, warum ihr da seid. Bei der letzten Show ist leider einer unserer Stunt-Leute in Urlaub gegangen. Du übernimmst diesen Job, ja, du machst die ärztliche Seite.
Jetzt im Moment alles egal, Hauptsache du kommst vom Stuhl runter, gell? Ja, so. Ich darf euch beide bitten, jetzt hier zu meiner wunderbaren Kollegin zu gehen. Die wird euch jetzt dementsprechend einkleiden. Einen riesengroßen Applaus bitte schön nochmal für Peter und Petra! Mikey! Hey, ist es schön. Hier, das Zombie-Starting im neuen Outfit. So, guck mal, wie sie stampfen wie die Bullen vom Kampf. Dann zeig mal, wo der Frosch steht auf dem Rad. Pack die Hände aus, jetzt geht's in der Nähe ab. Die Post. Für dich habe ich eine andere Überraschung. Drin ist der Friseur, die Matte kommt ab. Was bist du denn jetzt? Guck mal bei dem da hinten. Nee, bei dem ist das Schwungrad auch kaputt. Was ist los? Guck mal hier, Hammer, Hammer. Peter, Petra, guck mal, Schmackopatz. Ah, siehste, jetzt geht das. Liebe Kinder, schaut euch das ganz genau an. Das kommt davon, wenn man nicht regelmäßig in die Schule geht, ja? Dann muss man solche Sachen machen wie hier die Jungs, gell? Ja, ne? Und wir haben richtig Spaß. So, komm, hier, zack, zack. Meine Damen und Herren, liebe Kinder, begrüßen wir mit einem riesengroßen Applaus die Freiwilligen aus eurer Mitte im neuen Outfit, Peter und Petra. Peter hier, Petra da. War ein Scherz? Nee, war kein Scherz. Guck mal hier, wie aus dem Überraschungsei. Sehr schön. Die Frau Holle. Und hier, Spack im Anzug drin. So. Sehr schön, hä? Super. Machst du vorne noch zu, sonst ist so die Belüftung da. Sehr schön. Und ist auch noch offen. Hm? Wunderbar, auch nur klar. Jetzt macht's gerade Spaß, ne? So. Gut. Sportlicher Typ. Sehr schön. Schau mal, was hast du hier gefahren? Ah! Jetzt wird's lustig. Was steht da? Zwei Wasserski. Ist da jemand drin? Du ziehst die Schuhe aus, die Socken aus, ja, und dann ziehst du die Dinger an. Wegen nassen Klamotten brauchst du dir keine Sorgen machen, beziehungsweise liegt ja auch an dir, ob sie nass werden. Wir haben einen Trockner hinten und im Moment denkst du noch, ich mach Scherze, guck mal hinter dich, das Boot ist schon da. So, hier ist die Hantel, die brauchst du auch, die gebe ich dir schon mal, das nimmst du und halt, da du da hinten durch Feuer sprengst. Hier ist die Sicherheitsmaske, die ziehst du wieder auch noch auf, dass man mal reinigt, dass du irgendwo hängen bleibst. Sehr schön. So, jetzt gehst du bitte hin, ziehst die Skier an und dann kriegst du von mir die weiteren Instruktionen. Ja? So, super. Dann kommen wir hier zu unserer Ärztin. Wie alt bist du, darf ich das fragen?
30, alles klar, da hast du einen Erste-Hilfe-Kurs hinter dir, du weißt Bescheid, Mund-zu-Mund-Beatmung kriegst du hin, Defibrillator ist da drin. Wenn du nicht Mund-zu-Mund-Beatmung haben willst, einfach mit Defibrillator immer drauf, weil das ist lustig. Ja? Das mag er dann. Was macht ihr denn? Ich kann doch noch keine Ahnung. Hey, bring ihn wieder rein. Was soll das denn? Der weiß doch nicht Bescheid. Nee, wenn er im Moment nicht aufpasst, gehst du im Moment nicht auf die Seite, ich bring ihn gleich rein. Pass auf! Komm, jetzt habt ihr einen Spaß gehabt, bis wieder einer weint. Komm raus! Was soll das denn? Ich hab doch die Zeit hier ewig, ich muss doch mit mir reden hier. Hey! Mach die Beine mehr zusammen, dann tut das nicht so weh. Gar nicht schlecht eigentlich. Nicht übertreib jetzt. Ah, nee. Kann er schwimmen? Nee, kann er nicht. Einfach zappeln. Zappeln weiter. Pass auf den Boot. Hier, gib ab mit der Schraube. Sonst gibt's heute Abend frisches Hack. So. Karl, wo bist du denn jetzt mit dem Clown hin? Was soll das denn jetzt? Was machst du denn mit dem Clown? Die musst du befreien. Hier, der Bootfahrer, der gibt dir jetzt eine Pistole. Ja, dann kriegst du nur mal mit von uns. Hast du schon jemals einen Zombie gekillt? Dann ist heute der richtige Zeitpunkt, damit zu beginnen. Das Dynamit machst du erst dann scharf, wenn du bereit bist. Nee, wenn du bereit bist, soll ich im Boot. Die Pistole ist dir entsichert. Der schafft im Büro, ich hab's gewusst. Mach den Zeh rein. Pass auf, halt den fest! Ah nee, ich mach die Ärzte klar! Lauf! Hier bin ich! Heilig Schieß!
frohe Ostern nachträglich. Der Schmerz wird nachlassen. Tschüss. Was? Hier hinter dir. Hey! Das war mein Bruder! Jetzt ist es deine Schwester! Angehörigen von Peter? Wo denn? Jetzt will keiner mehr dazugehören. Wer ist mit dem Peter zusammen? Du bist jetzt Single. Wie lange wart ihr zusammen? Ach schön, dass ihr zwei jetzt auch da seid. Wir haben schon Gedanken gemacht, wo ihr bleibt. So, wie lange wart ihr zusammen? 8 Jahre, Mensch, komm, dann ist auch egal jetzt. Ne? So, hier, Porto kriegst du von mir. Und ihr habt nachher einen Platz frei im Auto. Einen Teil vom Eintrittsgeld kriegt ihr vorne an der Kasse zurück. Ja? Was soll's? Muss mal durch. Guck mal, nebenan sind schon die neuen Bewerber. Es tut mir leid, du bist wieder in einer Beziehung. Da steht der Peter. Peter, das ist dein Applaus! Das ist euer Applaus. Kein ähnlicher Einsatz. Haben wir Glück gehabt. Die ganze Distanz, du, der Hammer. Bist du auflassen, bist du nachher noch bei der Bank vorbei. Ne? Ja. Was mich am meisten wundert, der fängt der klatschnass rein, kommt mit Schuhen, Socken und mit trockenem Oberort wieder raus. Ich habe keine Ahnung, wie er es gemacht hat. Es war toll. Ich danke dir fürs Mitmachen, Herr Spitze. Du ebenfalls. Ihr dürft euch hier wieder umziehen. Das ist nochmal der Applaus für Peter und Petra. Und hier kommt nochmal das Zombie-Stunt-Team. Und die Hände habt ihr sowieso draußen, lasst sie draußen, Mikey, Zick und Reglau.